Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde XCOM Enemy Unknown. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir haben gleich mal ein neues Forschungsprojekt fertig. Streulaser steht zur Herstellung verfügbar und Laserpräzisionsgewehr steht zur Herstellung verfügbar. Naja, egal. Nach einer Reihe fehlgeschlagener Experimente haben wir es endlich geschafft, einen beschleunigten Energieimpuls durch eine Fokuslinse so zu bündeln, dass die Energieeffizienz im akzeptablen Bereich bleibt. Das Ergebnis ist eine ausgesprochen starke Waffe in der Art des traditionellen Präzisionsgewehrs, aber mit erheblich verbesserter Chance, beim Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Diese Waffe dürfte jetzt einsatzbereit sein, sobald Dr. Shen und sein Team die Herstellung abgeschlossen haben. Während unserer Tests sind wir auch noch auf eine weitere Einsatzmöglichkeit des gleichen Grundprinzips gestoßen, indem wir die Bündelungslinse durch ein modifiziertes Streuprisma-Gesetz ersetzt haben. Wir stellen uns als Ergebnis eine Schusswaffe vor, die die taktische Rolle der normalen Schrotflinte ausfüllen kann, aber ohne Munitionsbedarf und mit erheblich größerer Schadenswirkung. Allerdings ist, wie bei allen unseren Laserwaffen, die Ableitung der Prozesswärme noch ein Problem. Moment, eine Schrotflinte ohne nachladen zu müssen? Ist das euer Ernst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Laserwaffen nämlich nachgeladen werden müssen. Nur halt Batterien. Das Laserpräzisionsgewehr hat eine größere Chance, die gegnerischen Ziele kritischen Schaden zu erreichen. Die etwas unhandlichere Form verursacht allerdings ein Handicap, wenn der Schütze auf ein Ziel kurze Entfernung treffen will. Ja, das ist jetzt nicht so überraschend. Das wäre ja interessant, wenn ich Geld hätte. Ha. Was habe ich denn während des letzten Auftrags so abgeknallt? Schwebe habe ich welche abgeknallt, stimmt. Ein paar Sucher, die immer noch nicht erforscht sind, krass. Apropos, ich bin rausgegangen, ohne was Neues zu forschen. Neue Forschung beginnt. Schalenrüstung, schwere die Sucherautopsie. Das Plasmagewehr würde ich so gern haben, ne? Na komm, machen wir die Sucherautopsie. Trotz ihres äußeren Erscheinungsbilds scheint diese Maschine nicht aus organischen Komponenten zu bestehen. Ihre Oberfläche hat eine höchst ungewöhnliche metallische Struktur, die irgendwie mit den Dämpfen, die sie zur Tarnung absondert, zu interagieren scheint. Okay. So, dann wäre jetzt die interessante Frage. Ja, weitersuchen, ne? Sucherautopsie kriegen wir dann. Neues Forschungsprojekt. Obwohl jede der Autopsien, die wir an den verschiedenen Alienrassen durchgeführt haben, als ungewöhnlich gelten darf, sprengt dieses neueste Exemplar die Grenzen des Begriffs. Das Testsubjekt wird von unseren Soldaten im Feld wegen seiner Neigung, Einzelziele zu verfolgen und anzugreifen, als Sucher bezeichnet. Wobei sein Angriffsmodus selbst ziemlich schockierend ist. Selbst sobald er ein Ziel gefunden hat, nimmt der Sucher es in den Würgegriff und bleibt an ihm hängen, bis er entweder mit körperlicher Gewalt von seinem Opfer getrennt wird oder das Opfer stirbt. Wie man sich leicht vorstellen kann, ist das eine extrem verstörende Situation, sowohl für das Opfer selbst als auch für jeden, der diesen Angriff miterlebt. Das Problem beim Versuch, einen Sucher aufzuhalten, liegt in seiner unglaublichen Beweglichkeit und Schnelligkeit, die es sehr schwer machen, ihn abzufangen, bevor er sein anvisiertes Ziel erreicht. Wir glauben, dass die Mikromotoren, die im Sucher verbaut sind, für diese beachtliche Wendigkeit verantwortlich sind. Außerdem wurden Sucher beobachtet, die eine defensive Nebelwand einsetzen, was es noch schwerer macht, den Sucher in dem winzigen Zeitfenster zu erwischen, wenn er sich nicht bewegt. Ich hoffe, wir können diese verschiedenen Ausweichtechniken in einer Form adaptieren, die unseren Soldaten bessere Tarnmöglichkeiten verschafft und so die Zahl der Verwundeten senkt.
Es wäre auch möglich, dass wir dem, was wir gelernt haben, Waffen und Ausrüstungssysteme entwickeln können, die einige dieser Techniken verwenden. Unser Einheitenanalyseschirm im Gefecht sollte in der Lage sein, weitere Details zu den Kampffähigkeiten dieses Wesens zu liefern. Okay. Respiratorimplantat. Wir können ein Modul herstellen, das automatisch chemische und körperliche Beeinträchtigungen der Sauerstoffversorgung eines Soldaten erkennt und ihm in wenigen Sekunden einen unkomfortablen, aber potenziell lebensrettenden Sauerstoffschlauch in die Luftröhre jagt. Dieses Modul passt in alle Rüstungsmodelle von XCOM. Klingt angenehm. Geistergranate. Diese Granate enthält mit Illyrium getränkte Partikel, die bei der Explosion zerstäubt werden und an unseren Soldaten haften, die dadurch unsichtbar werden. Die Partikel verlieren nach kurzer Dauer ihre Illyrium-Ladung wieder und konkurrierende stärkere Energiequellen, wie zum Beispiel Waffenfeuer, zerreißen ihre Tarnwirkung. Okay, das heißt, wenn wir schießen, werden wir wieder sichtbar. Mimetische Haut. Verleiht der Haut die Fähigkeit, sich an das Muster der Deckung anzupassen. Wenn der Soldat sich in volle Deckung begibt, können ihn Gegner ohne besondere Fähigkeit nicht als Ziel ausmachen. Funktioniert nicht, wenn Gegner freie Sicht auf die Startposition der Soldaten haben. Beim Verlassen der Deckung oder bei der Feueröffnung endet der Tarneffekt. Okay. Das klingt schon interessant, muss man sagen. Apropos, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, das ist der Lieutenant, den wir geschenkt bekommen haben beim letzten Auftrag, ne? Was bist du denn? Ein Unterstützer. Okay, wir haben ja bisher so wenig Unterstützer. Also das mit dem Rauch und so, das benutze ich halt echt super selten. Und wenn dann eine Rauchgranate, ist schon fast plenty. Ich glaube, wir nehmen den Feuerschutz wieder. Viel Heilung. Und dass er wiederbeleben kann. Ich glaube, das wird uns irgendwann mal sehr den Allerwertesten retten, dass unsere Unterstützer das alle können. So. Wo ist unser MEC-Kämpfer? Hier. Was ist jetzt eigentlich mit deinem Anzug? Ist der in Ordnung? Muss der repariert werden? Dauert das? Soldat kann ja Karikan. Aufrüsten nicht möglich, benötige Forschung fehlt. Okay, dafür gibt es also noch mehr Forschung. Cool. Ich würde ja auch gerne eigentlich fast schon wieder den Auftrag machen. Aber jetzt. Achso, jetzt gucken wir erstmal. Laserpistole. Lasergewehr? Das ist nicht das, was ich haben will. Hier, Laserpräzisionsgewehr. Das ist das, was ich haben will. Oh, das ist aber teuer. Da fehlen uns nochmal 10 Punkte, 10 Credits. Ich hoffe, das bereuen wir nicht irgendwann mal, dass wir so viele Leichen verkauft haben. Laserpräzisionsgewehr, ja bitte. Okay. Ja, nach Aktivitätenscan. Der Ratsbericht. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Okay, Wertung A. Das freut mich sehr, aber Nigeria und Ägypten sehen echt nicht gut Denken aus. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Ja, das ist... Danke, das beruhigt mich sehr. Ich werd mal speichern nochmal. So. Und einfach mal, ne, wir lassen nochmal laufen. Wir lassen nochmal laufen, hier komm. Und wir haben... Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Okay. Also wir haben Russland und Argentinien, sowie China. In China müssen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Ja, China ist gut, okay. Russland ist nicht ungefährlich.
Argentinien, da müssten wir eingreifen. Also Russland ist schon schlecht, da haben wir dann die beiden auf 4. Argentinien ist aber im Endeffekt genau das Gleiche, dann haben wir die beiden auf 4. Andererseits, hier sind noch zwei andere Länder mit dabei. Das heißt, ich weiß halt nicht, wie der Zufall die auswählt. Also entweder Argentinien oder Russland. Hier bekommen wir 4 Ingenieure. Hier bekommen wir Geld. Geld ist eine gute Sache. Oh, der Auftrag ist sehr schwer. Argentinien ist auch sehr schwer. Macht keinen Unterschied für uns. Okay, komm, machen wir. So. Wir haben wieder unsere MEC-Kämpferin. Das finde ich sehr gut. Du bekommst einen anderen Hut. Das tut mir leid. Ich dachte, die Idee mit dem Hut ist mega, aber nein. Gott, nein. Ich wüsste gerne, welche Frisur er vorher hatte. Lassen wir es so. Schon okay. Dann eine schwere Soldatin. Kannst du keine... Nee, sie kann keine Spezialzusatzausrüstung mitnehmen. Okay. Ist in Ordnung. Aber, Mubu, du kannst das Laserpräzisionsgewehr bekommen. Cool. Bin mal gespannt, wie das im Einsatz dann aussieht. Wir haben jemanden, den wir für den Sturm trainieren. Wir haben eine Unterstützung und wir haben einen Heavy. Sieht nach einem guten Team aus. Wir starten. Bin mal gespannt. Wir müssen dringend noch einen weiteren Scharfschützen ausbilden. Es kann nicht sein, dass wir nur Mubu haben. Beginne den Angriff. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Okay. Ja, das Übliche. Keine Zivilisten im Einsatzort während der Entführung. Schalten Sie die feindlichen gegnerischen Ziele aus und hoffentlich finden wir diesmal die Weltkanister. Ja, dann wollen wir mal. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Das ist ja wieder so ein ganz kleines Gebiet. Vielleicht geht das hier nach hinten? Ah, okay. Es geht. Aber ich glaube, wir könnten diesmal mit Mubus Fähigkeit vielleicht ganz gut was machen. Oh, er kann hier nach oben gleich. Das klingt leider nach einer echt guten Idee. Positiv, Feindkontakt. Okay. Das ist ein bisschen risky. Klar. Wir haben auf alle quasi 100%. Dann gucken wir erstmal, was die anderen von uns so schaffen anzurichten. Und darauf basieren wir dann, was wir dann mit ihnen anstellen. Oh, da hinten ist ein Melt-Container. So, 50, 70, 70. Okay. Wir gucken erstmal, was jetzt wer von uns so hier anstellen kann. Und bis wohin hier... Bin unterwegs. Oh, derjenige sieht zum Beispiel noch gar nichts. Das ist schon mal schlecht. Barry. Barry. Ich frage für einen Freund. Ah, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Schade. Dann geht sie hier rein und spurtet da einfach rein. Time to motor. Ich denke, das ist okay. So, Sturm und Schuss. Wir haben
hier einen Sturm- und Schusskandidaten. Der könnte ja bis hier hin und dann eventuell auf da hinten schießen, allerdings mit der, Schrotflinte. Das ist nicht exakt gut. Vielleicht bis hierhin? Bewegung, Bewegung, Bewegung! Ah, ich habe vergessen, Sturm und Schuss voranzuklicken. Das war freundlich ausgedrückt dumm. Okay. Da. Mit der Pistole. Ja, erstmal auf den hier oben. Neutralisiert. Oh, cool. Perfekt. Und dann auf den hinterm Auto kommen. Oh nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Feindliche Einheit eliminiert. Oh. Ah. Okay. Feldposten. Oh, ich hätte jetzt natürlich die letzte Aktion eigentlich nutzen können, um hier so eine Granate zum Schutz zu werfen. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee gewesen. Bin unter Feuer. Okay, hat den Riesenroboter nicht getroffen. Gut. Ah, und hier ist auch noch ein Meldkanister. Gut zu wissen. Das Problem ist nur, wir sehen noch nicht genug von diesem Meldkanister, um sagen zu können, tatsächlich, wie lange der noch braucht. Ich würde sagen, wir machen ihn weg. Oh, macht jetzt 7 Schaden. Sehr schön. Ah, und verbraucht Munition. Hatte ich mir nämlich gedacht. Das verbraucht Munition. Verlängert sich doch Schuss. Okay. gut. Das ist schon interessant. So, also wir müssen jetzt jemanden hier rüberbringen. Und jemanden da runterbringen. Okay. Du, bis wohin kommst du? Theoretisch bis dahin. Ja, komm, gucken wir mal, wie es da aussieht. 7 Runden. Okay, wir haben Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit. Dann ziehst du dich dahin wieder zurück. Und wir nehmen uns erstmal die andere Seite vor. Gucken erstmal, wo es da ist. Schon unterwegs. Alien-Behälter ausgemacht. Oh ja, sehr gute Entscheidung. Sehr, sehr gute Entscheidung anscheinend. Hat 2 Runden noch. Oh mein. Oh weia, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Du rennst hier hin. Läufst hier hin. Machst Feldposten, nur für den Fall der Fälle. Du machst Nachladen. Nachgeladen. Da wir noch keine Gegner sehen, ich glaube, bewegen sie sich auch nicht. Aber ich bin mir nicht 100%... So viel dazu. Aber ich hoffe, das war jetzt ihre Aktion für diese Runde. Okay, Das könnte schwierig werden. Mal gucken. Also, ich müsste eigentlich ihn nehmen und dahin. Sonst kriegen wir das nicht. Wir speichern das. Obwohl ich da ehrlich gesagt nicht sehe, was ich anderes machen kann. Ich muss im Endeffekt dorthin. Sturm und Schuss. In Feuerposition. Damit kriege ich die Gelegenheit hier, mich noch einmal drauf zu drücken. Ich hab die Ware. Jo. 91. Ja, nice. X-Ray ausgeschaltet. Perfekt. So. Er sieht die nicht, obwohl... Ja, da wird das Gebäude im Weg sein. Also ich denke mal, dieser Effekt mit seinem Blick funktioniert... Ne, ich kann auch was schießen, was Partner sehen. Das funktioniert halt nur, wenn er halt auch... Ja, eine ansatzweise theoretische Blicklinie hat. Okay, was macht sie? Sie kann nicht viel machen. Allerdings kann sie bis hierhin rennen und wird dann wahrscheinlich eine Rauchgranate werfen, um ihnen Deckung zu verpassen. Und du gehst hierhin und schießt doch mal auf einen von denen.
Was? Keine Ziele verfügbar? Eben gerade, das ist doch aufgeploppt. Wieso siehst du die da hinten nicht? Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh Gott. Okay. Dann... Er ist drinne. Er ist nicht weit drinne, aber er ist drinne. Und wir können mit ihr noch ein bisschen vorgehen und ihm damit ihren Begleitschutz Bonus geben. Geht in Ordnung. Okay. Okay. Ja, sie macht einen Feldposten hier. So komisch das auch klingen mag. Und er macht hier auch einen Feldposten. Oh, er gibt ihm Bonus. Das hatte ich schon fast befürchtet. Und damit kann der nämlich tatsächlich eventuell was treffen da drin. Oh! Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber da hatte ich nicht gerechnet. Wie cool. Wie cool, dass er da einen Blick drauf hatte. Oh mein. Oh my freaking. Okay, welche Fähigkeiten haben wir? Schnellfeuer. Was macht Schnellfeuer? Zwei Schüsse schnell hintereinander auf das gleiche Ziel. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte ihm eine andere Fähigkeit gegeben. Wir könnten versuchen, ihn auch zu betäuben. Nee. Warte mal. Hier hoch? Kriegen wir nochmal einen Blick auf die Umgebung eventuell. Und weg mit dir. Abserviert. Sehr schön. Okay. Dann bleiben die beiden hier hinten zusammen. Begebe mich an neue Position. Mach hier einen Feldposten. Und du gehst jetzt hier rüber. Aber stückchenweise. Erstmal hier. Aye, aye, Commander. Feldposten. Feldposten. So, und dann kommst du hier rüber. Ziel bestätigt. Sehr gut. Wir scheinen immer Blöcke von FPS zwischendurch zu verlieren. Ich bekomme es nicht so ganz mit, ehrlich gesagt, weil es ist nicht auf meiner Seite. Es ist irgendwie ein OBS. Ist ganz merkwürdig. Mache ich nochmal eine Zwischenlandung oder gehe ich gleich dahin? Schon ein Risky Biscuit, komm. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen. Alles gut gegangen. Okay, aber wir müssen noch irgendwo Feinde haben. Also wahrscheinlich irgendwo hier in dem Gebiet. Wo kannst du denn gut hin? Du könntest hier hin. Dich hier erstmal in Sicherheit bringen, ja. Feldposten, ja. Du. Nee, Feldposten. Klar. Wenn sich irgendwo was bewegt, dann. Du gehst hier hin. Ah, ich gehe mal hier hin. Ich möchte, dass er noch mit in dem Schutzradius von ihr ist. Ah, ich glaube, es ist gerade draußen. Es ist, glaube ich, gerade draußen. Okay. Bewegung. Okay. Huch! Still. Im Gebäude! Hast du gehört? In dem Gebäude muss was drin sein. Okay. Okay, gut. Fangen wir erstmal mit unserem Heavy an. Sammelt das hier an. Okay. Dann... Mech. Oh. Begebe mich an neue Position.
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich jemanden reinbringe. Bin unterwegs. Habe ich dann aber dagegen entschieden? Nein, wir machen nicht auf diese Runde. Du wartest weiterhin hier. Und wir bewegen uns wieder zurück. So ein Blödsinn. Okay. Kann gut sein, dass da unser letzter Gegner ist. Waren da gerade zwei Ratten genau aufeinander? Und haben sich gleichzeitig bewegt? Ja. Ist bestimmt so gedacht. Ist bestimmt so gedacht. Okay, also ich gehe jetzt mich mit ihr alleine hier forschen, also geht sie einfach mal zurück. Okay, und du machst einen Feldposten. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt passieren wird. Obwohl ich den sachten Verdacht habe, dass wir da jetzt gleich ein bisschen Schwierigkeiten haben werden. Da werden bestimmt Sucher drin sein. Ziel in Sicht. Ja. Und beide in Tarnmodus gegangen. Okay. Du hast Betäuben, keine Granaten. Okay. Dann stellst du dich mal in die Tür. Du machst Feldposten. So, für die Gefahr hin, dass sie es tatsächlich in dem Moment geschafft haben, rauszukommen aus dem Gebäude, machen auch die Leute hier hinten natürlich Feldposteneinsätze. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig, dass die Leute sich ducken, weil gegen die Viecher, also in Deckung sind, bringt das ja eh nichts. Ha! Was? Willst du mich auf Nahen nehmen? Ging nicht ins Ziel. Ah, großartig. Das ist ja geil. Okay. So, das heißt, er muss das nochmal machen. 97%, ich hoffe, das war triftig. Ja. Ich habe fast keine Munition ausgeschaltet. Ja. Unser Mech muss dann als nächstes dann nachladen. So, du machst einfach wieder einen Feldposten. Ganz entspannt. Wir machen uns da jetzt gar keinen Stress erstmal. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Du hast zwei verloren. Alles erstmal soweit gut. Alles erstmal soweit gut. Verstanden, so, Kommandant. Sie bewegt sich hierhin und macht einen Feldposten. Okay. Sie bewegt sich ein bisschen weiter vor und macht einen Feldposten. Aber ich will, dass sie erstmal unseren Scharfschütz noch im Auge behält. Und dann falls müssen wir den nämlich noch nachziehen. Ja, jetzt beginnt so ein... Jetzt ist so ein merkwürdiger Moment, ehrlich gesagt. Wir wissen, da ist ein Gegner. Bin dran. Und wir können jetzt nichts machen, weil wir ihn nicht sehen können. Wir müssen jetzt warten, bis er einen von uns angreift. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Hat noch ein bisschen Munition übrig. Okay. Aber nicht genug für einen Feldposten oder einen Angriff. Okay. Kurios. Ich bin bereit. Nur wenn das so ist. Okay. Und du gehst hier hin. Feldposten. Aha. Was? Ach, kommt schon, Leute. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ah, jetzt habe ich eventuell Fehler gerade gemacht. Ich hätte mal gucken sollen, ob ich den betäuben kann. Moment! Das waren noch nicht alle Gegner. Oh. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Gut, dann müssen wir jetzt den Bereich natürlich untersuchen, den wir bisher noch nicht untersucht haben.
bedeutet natürlich auch, dass das jetzt die Gelegenheit mal, um ein bisschen nachzuladen. Bin unterwegs. Geh ein bisschen in die Richtung. Ich bin schon auf dem Weg. So. Und du gehst hier hin und benutzt mal deinen Gefechtsscanner. Wir gucken mal, was hier hinten so in der Ecke ist. Schaffe mir eine Übersicht. Also da ist erstmal so noch nichts wahrzunehmen. Ich denke mal, wir werden ihn dann gleich hier auf den Waggon hochschaffen. Okay, nächste Runde. Verstanden, Commander. Die Runde nutze ich mal mit ihm, das Gewehr nachzuladen. Rock and roll. Nur für den Fall, dass wir es brauchen. Er geht mal hier hin, legt mal sein Gewehr nach. Er hat ein bisschen Schaden abbekommen, allerdings sind einige unserer Gegner ganz schön heftig, was Schadensverteilung angeht. Also, sie heilt ihn mal. Stell dich nicht so an, geh wieder raus. Für die, dass der Spruch von der kommt, die gerade fast stranguliert worden wäre, ist schon. So, ist das jetzt Spurten, wenn ich da hingehe, oder ist das noch der blaue Bereich? Ah, dann Begebe steht da Spurten. Neue Position. Ah. Gut. Schön zu wissen. So, du könntest hochgehen tatsächlich. Was ja nicht die schlechteste Idee ist. Okay. Wir sehen. Oh, wir hören aber was. Ich glaube, ich habe was gehört. Okay. So, du kommst jetzt hier oben nicht hoch, weil sie im Weg steht. Ist klar, aber sie kann sich ja ein bisschen wegbewegen. Heading to that location. Mubu. Dahin. Ja, obwohl Mubu, statt aufs Gewehr zu wechseln, vielleicht jetzt einfach mal den Gefechtsscanner nochmal einsetzt. Von hier oben werden wir ihn ja etwas besser jetzt werfen können, denke ich mal. So. Sehen wir mal genauer hin. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Danke. Sehen Sie noch nicht, okay. Und Raketenstart kann ich nicht machen, weil ich mich schon bewegt habe, okay. So, damit haben wir ja wieder was wir gefangen nehmen müssen eigentlich. Das heißt, eigentlich müsste er hier nach Möglichkeit möglichst nah ran. Gut, dass wir ihn voll geheilt haben. Gut, dass wir ihn nicht treffen. Negative damage. Hier drüben ist was! Okay. Nehmen wir uns erstmal den da vor. Wow, der ist auf einen Punkt runter. Das wäre nicht schlecht, wenn wir den betäuben können, eventuell. Hilfe! Hilfe! So hilf doch jemand! Position bestätigt. Was? Oh, er hat uns eingeschüchtert. Ich dachte, er wurde eingeschüchtert. Klar. Nachdem er ihn fast umgebracht hat, ist er von ihm eingeschüchtert. Das macht Sinn. Okay. Wir gehen mal darauf zu, dass wir ihn versuchen, platt zu machen. Den anderen, den weiter hinten gelegenen, dann übernehmen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
Oh, gut. Gar nicht getroffen. Ziel nicht ausgeschaltet. Ja, habe ich gemerkt. Okay. Du siehst niemanden von hier aus. Okay. Aber wenn ich jetzt Feldposten mache, dann habe ich das Problem, dass er eventuell auf den da schießt. Das ist nicht gut. Das meiste, ich mache mit dem mal Deckung. Sie sieht den? Sie sieht den Falschen. Okay, auch Deckung. Das ist ja ungünstig. Ich hoffe, dafür zahlen wir jetzt nicht einen teuren Preis. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wenn der jetzt auch auf die schießt. Nein, zum Glück nicht. Er schießt auf unseren Tank. Okay. Huh. Feind hat meine Stellung unter Beschuss genommen. Zum Glück sieht der niemanden, auf den er irgendwie schießen könnte. So, du gehst mal... In Bewegung. Nein! Du gehst mal da in Deckung. Sie hat einen Lebenspunkt übrig, ne? Ich muss mich unbedingt um bessere Rüstung kümmern. Wow. Gut. Wo ist der andere? Es steht ja der hinter dem Wagen, ja. Gut. Dann gehen wir hier hin und punchen den weg. Hallo? Punch! Ah, kinetischer Schlag. Bereit zum Angriff. Okay, nice. Bei der Explosion hatte ich jetzt gerade für eine Sekunde Angst, dass eventuell der andere durch die Explosion hochgeht. Okay, und in Deckung. Und in Deckung. Ah, ich hätte mit ihr nachladen sollen. Hat einen Feldposten da eingenommen, okay. Yes! Yes! Wir haben es geschafft, Commander. Yes! Mission erfüllt. Oh, der war doch mega gut, der Einsatz. Richtig gut. Alle Aliens erwischt, keine... Wir haben ein paar Verletzte, ja, aber ansonsten mega gut. Mega gut. Und wir haben den Typen festgesetzt. Boom! Boom! Oh, krass. Das war gut. War auch ein bisschen lucky, dass wir dem genau so viel Schaden gemacht haben, dass der noch einen Lebenspunkt übrig hatte. Ja, also jeder Lebenspunkt, den wir haben, den müssen wir von den 100% anscheinend abziehen. Und so wahrscheinlich ist es dann halt, dass wir die Leute festsetzen. Oh mein Gott, wir haben drei Verwundete. Oha. 10 Tage, 5 Tage, 4 Tage. Und Mubu wurde wieder befördert. Okay. Oh, was hast du jetzt? Teilweise Deckung. Wird als volle Deckung gewertet. Nice. Hätte ihm in diesem Auftrag fast gar nichts gebracht, aber nice. Krass. Okay. Und wieder ein neues... Ausgezeichnete Arbeit, Commander. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Und wir haben eine Alien-Granate gefunden. Okay. 20 Meld und so weiter. Ah ja, nice. Ganz Südamerika macht sich Panik breit, in Asien macht sich Panik breit, die Panik in Russland hat sich um 1 abgeschwächt. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, ja. Wir werden jetzt dringend, glaube ich, den neuen Auftrag machen müssen, weil sonst... Hohoho, hier sieht's gar nicht gut aus. Hier sieht's gar nicht gut aus. Okay. Okay, was haben wir denn noch für Forschung eigentlich laufen? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich hab dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben.
Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Was? Die würde ich jetzt gerne hören. Was soll die Geschichte dazu sein? Ist das so eine Art Insider-Joke bei den... Cool, was er da wirklich im Gefängnis sitzt, das finde ich mega geil, ne? Ist das so eine Art Insider-Joke, der bei den... von den Entwicklern? Warum das Ding Muton heißt? Oder Muton oder so? Huh. Das ist ein bisschen schräg. Okay, worauf warten wir jetzt noch? Hallo? Die Muton-Autopsie. In 9 Tagen sind tatsächlich die Satelliten fertig. Das ist auch richtig gut. Da müssen wir dann auch darüber nachdenken, was wir als nächstes nehmen. Ich denke, wir werden tatsächlich dann als nächstes tatsächlich Großbritannien, Russland, Frankreich und Deutschland nehmen. Einfach, weil die am meisten Geld bringen. Das ist einfach der Punkt, wo ich sage, ne, sobald wir das Geld von dem, Mexiko gibt nicht so viel, aber von Mexiko und den 2 reichsten von hier haben, dann haben wir echt Bewegungsfreiheit, denke ich mal. Dann wird das deutlich entspannter, hoffe ich. Gleichzeitig sollten wir uns allerdings jetzt auch langsam darum kümmern, dass wir den Generalschlüssel benutzen und feststellen, was hier ist, denn wenn ich mich recht erinnere, wenn man so eine großen Story-Bestandteile macht, dann wird die Panik auf der ganzen Welt zurückgesetzt. Okay, dann würde ich sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir, Aum Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.